Herzlich willkommen zurück zur Let's Play. T-Rex schreit uns an. Weiterhin hier mit Jan. Hallöchen. So, hatte ich den Dicken hier leergeräumt? Ja, der ist leer. Dann nehme ich mir mein Adlerchen. Dann müssen wir hier den Adler mal leveln. Ja, ein bisschen mehr Gesundheit, Leute, könnt ihr jetzt noch gebrauchen, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. So, und dann brauchen wir ein bisschen Fleisch hier mal für meinen Adler. Fleisch? Fleisch haben wir aber noch genug. Weil die ganze Fresstruhe ist voll. So. So, dann machen wir weiter hier, nicht? Ja. Mal Wände abreißen hier. Oder aufheben, eher gesagt. Na, ich farm da hinten jetzt weiterhin das ganze Stein weg und die Metalle. Weil wir ja eh die ganzen Sachen brauchen. So, Leute. Los geht's. Hallo, Tür. Tür aufgehen? Ah, jetzt. So, und ob mein Ton wieder stimmt, Leute, oder nicht, das habe ich schon in Stay of Decay gesagt, was ja ab heute wieder kommt. Ich hatte halt mal wieder, ja, ein Windows. Kacka Windows. Na gut, eigentlich war es ja nicht die Windows, eigentlich war es ja eher die SSD, aber naja, gut. Das läuft. Egal. Kann ich in dem Sinne mit leben. Es läuft wieder. Richtig. Und es war ja für die, ist ja nichts verschwunden in dem Sinne. Nur die Einstellung jedes Mal wieder zu finden, weil du ja dann, du hast... Was trampelt hier? Okay. Weil du hast ja... Wie soll ich das sagen? Alter, was trampelt hier? T-Rex! Ah. Irgendwas ist hier bei mir. In der Nähe. Wenn es ein T-Rex ist, dann komme ich auf jeden Fall nicht, ne? Und Bax ist da schon allein. Dass du hast zwar deine Grundeinstellung, die du irgendwo hast, aber die Grundeinstellung, ja, verbesserst du ja während des Aufnehmens immer wieder, weißt du, dann findest du, okay, hier muss ein bisschen mehr Rauschunterdrückung weg, da muss noch ein bisschen was weg, ja. Ja, eigentlich, naja. Ups. Macht Sinn, weißt du, man stellt so einen Türrahmen hin, auf einmal hebt man den einfach wieder auf. Auch nicht schlecht. Ja, hin, Baulock, geh wieder. Ja, wie schnell levelt der kleine Zwerg hier, Mann? Und zurück. Ganz voll dürfen wir nicht machen, Leute, weil dann können wir auch nicht mehr mit dem Adler heben und dann, ja, bringt uns die ganze Sache herzlich wenig was. Entweder das ist ein T-Rex, der über mir rumtrampelt, oder ein Gigantus. Den tue ich nicht. Egal. Ab nach Hause. Oh, mir ist heiß. Hallo. Bin wieder Hallo. Da.
Zap, rap, zap, zap. Inventar öffnen. Oh. Geht. So. Was? Ich sage, das geht. Das, was ich. Oh, wo sind denn die Kisten hin? Sind jetzt alle weg? Okay. Oh. Dann ab ins. Ich glaube, du musst das hier rein haben, richtig? Ja. Blub, blub, blub. Blub. Machen wir da auch mal rein, das auch. So, dann können wir das hier da mal gerade reinlegen. Zack, Prof Peng, haben wir. Werden die Kacke immer ein bisschen aufheben, Jan. Das war die Anrühren hier, den Kram immer, ne? Oh. Eins, zwei. Hier unten hat nämlich jetzt hat er nämlich gerade gekackert. Aber wo ist die Kacke? Aufheben. Ah. Diese blöde Kante hier vor unseren Behältern, die geht mir richtig auf den Nerven. Dann haben wir nämlich schon wieder Dünger für unser Narkotikum-Bären. Ach, ist das wunderbar heute. Hallo? Hier ist unser Eingang. Hallo? Soll ich jetzt verarschen? Mitten während des Laufens. Der baut alles um, Leute. Uhahaha. So, gleich müssen wir erstmal wieder gucken, ob irgendwo nicht dieser blöde. Oh, der rote Ochse irgendwo ist. Aber bis jetzt jedes Mal, wenn wir uns wieder neu eingeloggt haben, hatten wir einen roten. War da irgendwo hier, ja. Ja. So. Ah, Leute, das funktioniert. Also ich finde, wir kommen eigentlich ziemlich gut jetzt auf einmal voran. Oh. Gerade jetzt, wo ich da oben Steine kloppen gehe. Ah, ein bisschen Metall sollte ich gleich mal kloppen. Lieber statt Steine. Mit dem, weil da hinten sind ja auch noch Metall im Lager. Upsa. Das war sehr elegant. Ups. Dass wir wieder ein bisschen Metall brutzeln. Dann will ich gucken, ob ich nicht die Ölplattform herstelle, Jan, und dann trotzdem hinten gerade ins Schneegebiet fliege und die Ölplattform da hinsetze. Ja. Oder was meinst du? Eigentlich nicht schlecht, ne, wenn wir das dann trotzdem. Ja, wenn die da haben. Schon mal steht, dann kann ich da schon mal ein bisschen was machen. Richtig. Auch wenn wir es vielleicht nicht benötigen, aber. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab dann lieber das, als wenn ich nachher gar nichts hab. Dieser Langhals, ne? Der Langhals reizt mich ja auch immer, ne? Okay. Aber das Ding braucht so viel Platz wie 5 LKWs, Junge. Kommt man damit überhaupt hin? Ja, es kommen auch immer wieder Updates, Leute, aber ich weiß nicht. Also ich und Jan sind eigentlich welche, die das überhaupt gar nicht interessiert, wenn wir nicht alles haben oder als wenn man nicht auf irgendwas Bestimmtes wartet. Drück ich es mal so aus. Oh. Bei mir sind es eigentlich zurzeit noch die Updates völlig Rille. Toll, wir haben jetzt aus Metall habe ich jetzt mit dem abgebaut, habe kein Metall rausgekriegt, nur Holz, nur Stein, Jan. Wem bist du unterwegs? Mit der Kugel. Der muss ja den anderen für Metall mitnehmen. Oh, na gut. War gut. Jetzt ist egal, dann muss ich gleich den anderen holen. Stimmt ja.
Entschuldigung, ich habe halt schon ein bisschen Alzheimer, ja? Mir darf das ruhig passieren. Jetzt kriegt der mal ein bisschen Ausdauer noch oben drauf. Mann, der ist jetzt schon 43, Alter. Der levelt richtig hardcore durch sein Kloppen hier. Richtig nice ist das, Junge. Und schon wieder Level up. Mein Gott, ich habe gerade 3 Level gelevelt mit dem. Leveln. Na gut, ich habe nichts dagegen, wenn der levelt, wenn ich immer so ganz ehrlich bin. Ups. Dann kann man gerade Gewicht geben nochmal. So. Dann ja, ein T-Rex läuft über mir rum. Echt? Ja. Ey, der hat 2 Hörner oben auf dem Kopf. Keine Ahnung, will ich jetzt auch nicht hinfliegen. Auf jeden Fall ein großes Vieh. Ist kein Roter oder so. Der Rest ist mir eigentlich Rille, wenn ich ganz ehrlich bin, weil... Ja, ich habe ein Schwert. Gut altes Schwert. Ach Quatsch, Kevin. Hier ist ja jetzt unser Eingang. Zack. Hello. Hallo. Blub, 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 blub. Zack. So, dann nehmen wir jetzt noch mal ein bisschen Stein mit. Ding, ding, ding. Weil Jan macht ja hier alles auf Stein, wenn die Leute sich fragen, ey, warum fahren wir Stein? Das hier unten ist alles Stein. Sieht man eigentlich ja auch. Auch der Fußboden, der andere. Dafür verbrauchen wir sehr viel Stein. Und, ja. Wir rüsten auf. Richtig, weil hier besteht der Weltkrieg, ne? Richtig. Die Merkel kommt uns besuchen. Was war das? Mal nicht zu. So. Was ich immer noch so ein bisschen komisch finde, und das hätte ich gedacht, das würde er machen irgendwann mal, dass die Tiere auch Durst haben. Mhm. Hat er nie eingefügt, ne? Ich mal irgendwie, dass man Gedanken darüber hört, die müssen nur fressen. Fertig. Ich würde das zum Beispiel richtig geil finden, Alter, dass die Tiere sich dann... Wow. Crazy. Wow. Die sieht ja cool aus. Okay. Okay, die müsste nur in der Mitte, müsste was sein. Das wäre dann richtig episch. Aber finde ich trotzdem nice. Kannst du die auch so als Stein machen? So dieses Design? Ja, das ist so. Geht nicht anders. Schade. Sieht trotzdem gut aus. Crazy, crazy. Eigentlich eine Treppe hier, wird auch Zeit, mein Gott. Ich rede mir wieder 4 mitnehmen, Leute. Ja, wir haben zurzeit keinen Strom. Fragt uns nicht, warum. Ich glaube, wir haben zu wenig Wind. Jan muss mehr blasen. Glaub mir. Ey, wer trinkt hier was, ey? Weil das wäre nämlich schon ziemlich geil, wenn, was weiß ich, die ganzen Tiere sich dann versammeln würden an so einem Fluss oder so und würden dann alle trinken und dann sich wieder verpieseln. Also, puh, das wäre schon... Aber wäre zu realistisch. Oh, das wäre aber schon ziemlich genial, Alter. So, wo ist denn der andere Kloppi? Da. Ach, ich kann auch gerade ein bisschen fliegen und dann hole ich das selbst. Ja, wir hauen uns noch ein bisschen Fleisch rein, weil das ist nämlich wichtig.
Ne? Veganes Fleisch essen wir natürlich nur, dass ihr Bescheid wisst. Erstmal nach da hinten gucken, ob ich da noch ein paar Kristalle habe. Okay, keine Kristalle, die sind noch nicht gespawnt. Schade. Einmal gerade hier nach dem Rechten sehen, würde ich sagen. Schadet ja nie. Irgendwie sind hier verdammt wenig Tiere. Wenn ich das jetzt mal so erwähnen darf. Ja, darfst du nicht. Sind echt wenig Tiere, ohne Scheiß, Alter. Ob wir hier hinten überhaupt noch Metall drin haben. Oh ja. Ein Ding. Ja, dafür hätten wir auch kein Vieh mitnehmen brauchen. Wirklich nicht. Ja, warum der Respawn so lange dauert, haben wir beide auch noch nicht herausgefunden. Weil die Bäume sind bis jetzt ja auch noch nicht nachgewachsen. Ja. Und wir sind jetzt bei Tag 63. Weil wir ihn ja einmal über 24 Stunden ja durchlaufen lassen haben und es hat ja nichts gebracht. Also irgendwie... Richtig. Klar, wir wissen, dass der Radius von den Häusern nichts wächst, das wissen wir. Aber so, Leute... Das ist schon ein bisschen komisch, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Oder merkwürdig. Aber wir wissen natürlich auch nicht, was der in den letzten Monaten, wo wir nicht gespielt haben, geändert hat, ne? Das ist halt ja auch so ein Punkt. Dass sie irgendwie vielleicht, hat er das so eingestellt, dass die doch erst klein wachsen und dann größer werden, die Bäume. Woher sollen wir es wissen? So, jetzt habe ich noch ein bisschen Metall. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Kann das komm mal mit, ja? Ja, ich komme mit. Ja, hallo? Hallo? Ja, hallo? Wo jetzt draufstehe, das haben wir jetzt hier oben komplett und das ist das Neue. Sieht das? Hä? Sehe ich jetzt gerade nicht. Hier, wo ich draufstehe, der ja. Boden. Ja. Das hier ist das Alte und das ist das Neue. Ach so! Oh. Sehen Sie das hier halt nur als zu und hier sind noch irgendwelche Ritzen drin. Ich finde das hier aber besser. Sieht realistischer aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil wer lässt diese großen Rillen da drin? Ist das extra dafür da, dass ich mir auf die Fresse lege? Oder... ich bin gestolpert! Ich mach hier nichts kaputt. Sonst gibt's hier Stress. Ich wollte gerade sagen, Alter, da gucken T-Rex-Schwanz bei uns aus dem Haus. Renn weg! Oh, ich brauche mehr Stroh. Ja, kann ich gleich machen. Ich habe jetzt erstmal Metall gemacht. Ach halt, ich habe mit Sicherheit noch ein paar Steine bei mir. Da haben wir noch. So. Ja, Stroh brauche ich auch für den. Das Ding. Das kann ich aber zu Fuß machen. Ah, diese Klauviecher hier überall, Mann. Nein, ihr seid nicht nervig. Alter. Ich bin voll okay, die Viecher. So, wir sagen auch wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüssi.